Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, Frau Wohlfall. Ich muss einmal feststellen, ich glaube, ich bin kein Psychopath. Mich lässt es nicht kalt, hier vor Ihnen zu stehen. Im Gegenteil, es freut mich, vor Ihnen zu stehen. Und ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass es jedes Jahr mehr werden. Ich denke, das soll die Jahre so weitergehen. Vielleicht brauchen wir dann bald die Commerzbank Arena, wer weiß. Die nächsten 25 Minuten möchte ich mit Ihnen über das Thema Value in Kombination mit Dividende sprechen. Und wie Frau Wohlfall schon sagte, wenn Sie die Finanzpresse oder auch vielleicht Werbebroschüren, die Sie von großen Finanzdienstleistern bekommen, kommen Sie um ein Thema nicht drum herum, das ist das Thema Dividende, Dividendenfonds. Und wenn Sie heute Abend nach Hause fahren, dann möchte ich, dass Sie zwei Dinge heute mitnehmen. Einerseits ja, Dividende ist gut, aber nicht um jeden Preis. Und zweitens, nur Unternehmen im Portfolio zu haben, die eine Wertschöpfung haben und einen Manager, der diese Wertschöpfung letztendlich ermöglicht. Erst dann ergibt ein Dividendenfonds Sinn. Ich habe Ihnen mal ein paar Ausschnitte mitgebracht, was Sie hier lesen. Die Dividende ist der neue Zins, Dividende statt Niedrigzins. Und auf dem letzten hier klingt es fast wie zu neuen Marktzeiten, Börse statt Sparbuch. Diese 16 DAX-Konzerne werden bald die Dividende erhöhen. Frau Wolfer hat es gerade schon angedeutet, wenn man den DAX, den MDAX und TecDAX zusammennimmt dieses Jahr, werden wahrscheinlich so um die 33,4 Milliarden ausgeschüttet. Das sind 2% mehr als im letzten Jahr. Und das Rekordhoch ist gar nicht so weit entfernt. Das war im Jahre 2008, da waren es 33,8 Milliarden. Mit diesen Begrifflichkeiten werden Dividendenfonds beworben. Also wenn Sie in Aktien investieren, die eine Dividende ausschütten, dann haben Sie derzeit eine bessere Verzinsung auf Ihr Kapital. Da haben wir so ein bisschen der Politik die Schuld gegeben. Es wird gesagt, okay, die Zentralbank mit ihrer Zinspolitik, die machen alles kaputt. Konservative Zinsanlagen machen eigentlich gar keinen Sinn mehr. Viel oder oft wird gesagt, Dividenden sind ein wichtiger Bestandteil von Aktienrenditen. Und Dividendenaktien, wenn Sie im Portfolio haben, sind nicht so volatil, als wenn Sie Aktien haben, die keine Dividenden ausschütten. Diese Dinge möchte ich kurz mal mit Ihnen hinterfragen. Stimmt das denn wirklich, um da mal einen ersten Schritt zu machen? Ja, es stimmt, Aktien sind derzeit nicht so schlank, es gibt keine Alternativen. Das ist hier der Stand von Mitte Mai. Die 10-jährigen Anleihen, der Bund mit einer Rendite von 0,65%. Wenn Sie europäischen Aktien nehmen, die Dividendenrendite, sind wir im Schnitt bei 3,3%. Die Gewinnrendite, also das inverse KGV, sind wir hier bei 4,2%. Oder Sie kennen unser Penman-Modell, also ein Modell, um entsprechend den fairen Wert auch in einer Aktie zu bestimmen. Die einfache Penman-Formel sagt hier eine Rendite von 5,2%. Also das scheint zu stimmen, Aktien sind derzeit nicht zu schlagen. Es stimmt auch, ein Großteil der Wertzuwächse bei Aktien kommt tatsächlich aus der Dividende. Hier mal dargestellt der MSCI Total Return Gross, also in blau, mit einer Rendite von 7,8%. Von 1969 bis 2013 und in Rot der MSCI World Price Index, also ohne Dividende, hier mit einer Rendite von 4,7%. Hier wirkt natürlich so ein bisschen, wie es Buffett so schön umschreibt, das achte Weltwunder, nämlich der Zinseszins. Das heißt also, Sie müssen natürlich auch jedes Jahr die Dividende, die Sie von dem Unternehmen bekommen, auch wieder in die Aktie reinvestieren und dann kommen Sie natürlich entsprechend hier auf die 7,8%. Es stimmt zum Teil, also einerseits ja, Dividendenaktien scheinen besser zu performen als Aktien ohne Dividende. Hier im Vergleich der MSCI Welt High Dividend Yield versus den MSCI World Net Return 8,1% zu 6,6%. Dass Dividendenaktien wirklich geringe Volatilitäten haben, ließ sich zumindest auf unserer Datenbasis hier nicht finden. Ein minimaler Vorteil, aber nicht wirklich immens. Naja, wenn die Welt da draußen nun wirklich so einfach ist, dann bauen wir uns doch alle einen Dividendenfonds, suchen Dividendentitel mit der höchsten Rendite, mit Dividendenrendite, 100 Aktien, packen die einen Fonds. Perfekt, oder? Aber Sie ahnen es schon, so einfach ist die Welt leider nicht. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Zunächst mal, für wen ist ein Dividendenfonds geeignet? Eigentlich für denjenigen, der jedes Jahr eine Cash-Ausschüttung benötigt. Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben eine doppelte Besteuerung, einmal auf der Unternehmensseite und natürlich beim Anleger selber, je nachdem, in welchem Land Sie wohnen, unterschiedliche Steuersätze. Und wenn Sie die Aktien auswählen würden, die die höchste Dividendenrendite haben, werden Sie leider nicht die höchste Performance mit diesen Aktien haben. Das werde ich Ihnen gleich noch auf der nächsten Folie zeigen.
Und wir haben auch gerade Herrn Schwem gehört, der von einem Flickenteppich von Faktoren gesprochen hat und man weiß nicht, welcher Faktor sich wie entwickelt. Naja, in so einem Dividendenfonds haben Sie bisher nur einen Faktor, nämlich den Faktor Dividende. Das scheint auf den ersten Blick auch nicht ganz so klug zu sein. Hier mal auf unserer eigenen Datenbasis oder Datenbank untersucht. Sie sehen hier 5 verschiedene Körbchen mit unterschiedlichen Dividendenrenditen, wenn Sie so wollen. Und Sie sehen hier nicht das Körbchen mit der höchsten Dividendenrendite bringt den höchsten Ertrag, sondern nahezu mit der höchsten Dividendenrendite, das Körbchen bringt entsprechend die höchste Performance nach einem Jahr, nach der Messung entsprechend. Also es ist nicht sinnvoll, auf Aktien zu setzen mit der höchsten Dividendenrendite. Professor Pellman hatte ich schon mal erwähnt, er schreibt in seinen Büchern 2 kluge Sätze, er berichtet über das sogenannte Dividendenkonundrum und er sagt, naja, eine Dividende kann ich natürlich nur erst dann ausschütten, wenn ich sie auch vorher erstmal im Unternehmen verdient habe. Also ich muss erstmal Geld erwirtschaften, was ich auch wieder ausschütten kann. Ja, ich kann das sicherlich mit Kredit tun aus der Substanz. Das wird natürlich auf lange Zeit nicht gut gehen. Des Weiteren sagt er, Dividenden eignen sich natürlich nicht, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Ein Dividend-Discount-Modell ist sicherlich nicht klug. Wir alle wissen, dass Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway sicherlich Werte geschaffen hat, zahlt aber keine Dividende, würde sicherlich in so einem Modell relativ schlecht abschneiden. Des Weiteren, wenn Sie es mal logisch betrachten, eine Dividendenzahlung ist eigentlich nur ein Nullsummenspiel. An dem Tag, wo ein Unternehmen eine Dividende zahlt, fällt der Kurs genau um den Betrag und auf Ihrem Cash-Konto entsprechend haben Sie diesen Betrag gut geschrieben. Wenn Sie Steuern außen vor lassen, ist es am Ende des Tages erstmal ein Nullsummenspiel. Also, was steckt hinter der Dividende? Pellman sagt, eine Dividende ist letztendlich eine Signalwirkung, wenn Sie Unternehmen haben, die lange Zeit entsprechend Dividende zahlen, diese steigern, dann hat es eine gewisse Signalwirkung auf den Anleger, das steckt sicherlich dahinter, aber Dividende macht nur dann Sinn, wenn im Zusammenspiel mit mehreren Faktoren und da haben wir den Schwenk nun hin zu dem, der ein Unternehmen leitet, nämlich zu dem Manager. Das heißt, wir bei Arcatis nehmen zu dem Faktor Dividende noch 2 weitere Faktoren hinzu. Das sind eigenkreierte Faktoren. Das ist die TSVC, die Total Shareholder Value Creation. Also wir messen letztendlich, wie groß ist die Buchwertsteigerung plus Ausschüttung in einem Unternehmen und wir messen letztendlich den Trend, wie stabil ist das über die Zeit. Und Sie sehen auch hier in dem Körbchen, nicht mit der höchsten Dividendenrendite, aber kombiniert mit der höchsten Wertsteigerung im Unternehmen, dann haben Sie auf einmal eine wesentlich höhere Performance nach entsprechend einem Jahr. Naja, und wenn wir dann auf der Seite sind, dass der Manager in so einem Unternehmen, so einem CEO natürlich entscheidend ist, der eine gewisse Persönlichkeit ist, dann stellt man natürlich fest, entscheidend ist natürlich die Kapitalallokation. Nehmen Sie 2 Unternehmen, die operativ identisch sind, die das gleiche Net Income erwirtschaften, dann können Sie nach mehreren Jahren aber trotzdem eine unterschiedliche Wertsteigerung als Anleger erfahren, denn die Kapitalallokation als CEO kann unterschiedlich ausfallen. Nur vielleicht mal zur Erinnerung, welche Möglichkeiten habe ich als CEO? Ich habe genau 5 Möglichkeiten, was ich mit dem Kapital in einem Unternehmen anstellen kann. Ich kann in mein bestehendes Business investieren, ich kann Zukäufe tätigen, ich kann Dividende ausschütten, Aktien zurückkaufen oder entsprechend, wenn ich dann welche habe, meine Schulden minimieren. Kurz auf der anderen Seite, wie komme ich an Geld, Kapitalerhöhung, Kredit aufnehmen oder mein Cashflow optimieren, sodass am Ende des Tages mehr Geld überbleibt. Man muss sich vergegenwärtigen, jeder ausgezahlte Euro in einem Unternehmen fehlt mir natürlich als Unternehmer, um unter Umständen zukünftig meinen Gewinn zu maximieren, weil ich in gewisse Projekte stecken muss. Das heißt also, hier muss ich die Balance wahren. Wir haben gerade über den niedrigen Zins gesprochen und in meinen Überlegungen führt das natürlich auch zu einer Sondersituation in Unternehmen, denn wenn ich nun CEO eines Unternehmens bin, muss ich natürlich am Ende des Jahres überlegen, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Und Projekte, klar, ja, rechnen sich nur dann, wenn der Barwert größer ist als die Investition. Und mit dem niedrigen Zins ist natürlich das Problem, dass sich derzeit im Unternehmen jedes Projekt rechnet. Das heißt, wenn ich aber gleichzeitig parallel noch eine Dividende auszahle, minimiere ich das Kapital im Unternehmen. Und es findet ein gewisser Kampf um Projekte statt, also es ist eine psychologische Komponente, um vielleicht hier im Unternehmen genau die Projekte zu machen, die vielleicht sinnvoller sind. Ich habe bei vielen Freunden eine Umfrage gemacht und habe gefragt, Mensch, was glaubt ihr, wer ist über die letzten 10, 20, 30 Jahre für euch der beste CEO?
Und ein Großteil der Leute, ich weiß nicht, ob es Glebis hier auch rauskommen würde, sagten, es ist Jack Welch. Jack Welch, CEO von General Electric von 1981 bis 2001, hat viele Forbes-Cover geziert, war Erfinder der Six Sigma-Strategie, Buchautor, hat viele Interviews gegeben. Er hat ein rasantes Leben geführt, nahe der Wall Street, er war ein actionreicher Typ, hat ein schickes Büro gehabt, wenn man seine Fotos sieht davon, ist oft mit dem Helikopter gereist und seine Rendite ist beeindruckend, 20,9% pro Jahr. Hätten Sie also 1981 einen Dollar investiert, wäre es 2001 ein Wert von 48 Dollar gewesen. Und Sie ahnen es, Jack Welch ist ein guter CEO, aber sicherlich nicht der Beste. Es ist jemand, den Sie wahrscheinlich oder die wenigen nur kennen. Es ist die Sphinx, es ist Henry Singleton. Henry Singleton ist Gründer von Teledyne in den 60ern, ein Konglomerat, in den Geschäftsfeldern vielleicht ähnlich vergleichbar heute mit einer Siemens. Naja, er hat seine Firma sehr dezentral organisiert, also nicht von einer Stadt aus, sondern von vielen Punkten ausgeführt. Er war einer der Ersten, der angefangen hat, Aktien zurückzukaufen. Bis zu seinem letzten Tag seiner Schaffenszeit hat er 90% seiner Aktien zurückgekauft. Er hat relativ spät Dividende gezahlt. Warum heißt er die Sphinx? Weil er sehr ungerne mit Journalisten gesprochen hat. Er lebte sehr zurückgezogen, weit, weit weg von der Wall Street. Er hatte ein glückliches, einfaches Leben. Er war verheiratet. Übrigens verheiratet nur mit einer Frau. Und naja, wenn man die Rendite sich anschaut, über 30 Jahre 20,4%, also 1 Dollar 1963 investiert, wären 1990 entsprechend 180 Dollar gewesen. Also ein komplett anderer Stil, den Jack Welch hier gefahren hat, was sich anscheinend hier in der Rendite zumindest niederschlägt. Herr Leber hat es, glaube ich, gerade kurz in seinem Vortrag übersprungen, aber der Ursprung zu dem Ganzen, sich darüber Gedanken zu machen, ist dieses Buch The Outsiders. Es ist, glaube ich, eine Empfehlung von Charlie Munger vor 2 Jahren auch auf der Hauptversammlung gewesen. Es geht um die 8 besten CEOs. Eine Dame ist dabei, der Welt. Henry Singleton hatte ich gerade erwähnt, Warren Buffett. Naja, und die besten Kapitalallokateure gelten auch tatsächlich so ein bisschen als Außenseiter. Was diese alle Herren und die eine Dame gemeinsam haben, ist, dass sie, wo sie ihren Job angetreten haben, zum ersten Mal im Leben CEO waren. Sie kamen nicht aus diesem Business, es wird diesem Buch so ein bisschen beschrieben mit The Power of Fresh Eyes, also man hatte einen ganz anderen Blick auf die Branche und hat dadurch vielleicht auch Dinge komplett anders gemacht, als es die Masse einfach tut. Und was auch alle gemeinsam hatten, ist, sie sind CEO geworden, wo sie unter 40 waren, also noch habe ich die Chance, vielleicht auch noch ein guter CEO zu werden. Wenn man zusammenfasst, was haben all diese 8 CEOs gemeinsam? Ich habe es gerade schon häufiger erwähnt, dann ist die Kapitalallokation. Die Kapitalallokation ist der wichtigste Job eines CEOs. In unserer Businesswelt wird es immer ein bisschen zweigeteilt betrachtet. Auf der einen Seite gilt es gut, operativ sein Geschäft im Griff zu haben. Das ist so die eine Kategorie. Da gibt es sicherlich große Persönlichkeiten wie ein Steve Jobs, wobei man den wahrscheinlich mal rausnehmen sollte, ist eher so der Isaac Newton unserer Geschichte, als dass er wirklich ein richtiger CEO war. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die investieren können, wie ein Buffett etc. Aber ein guter CEO sollte ja eigentlich beides vereinen. Und das ist damit gemeint, Kapitalallokation ist der wichtigste Job eines CEOs, mit dem Blick natürlich auf das operative Geschäft. Der Cashflow bestimmt den langfristigen Wert. Sie kennen es, der heilige Gral der Wall Street ist es, Gewinne zu optimieren. Und Sie wissen auch, wie einfach es ist, quartalsweise Gewinne unter Umständen anzupassen, mit Abschreibung, Steuertricks etc. können Sie da leicht etwas vorgaukeln. Hier der Cashflow ist entscheidend, diesen entsprechend zu optimieren. Es kommt nicht auf das Wachstum an, selten korreliert gutes Wachstum entsprechend mit Shareholder Value. Dezentrale Organisation war bei vielen wichtig gewesen. Warum dezentral? Man ist natürlich eher wendig, weil man wie ein Speedboot agiert, als wie ein großer Tanker. Und es setzt natürlich so ein bisschen unternehmerische energiefrei, ähnlich wie bei einem Start-up. Unabhängiges Denken ist ein zentraler Baustein bei vielen gewesen. Ein Warren Buffett-Geschäftsbericht nochmal letztlich in die Hände gefallen von 1990. Also wir haben ja dieses Jahr 50 Jahre Berkshire Hathaway gefeiert, 1990 25 Jahre. Und Buffett beschreibt es ganz klar an einer Stelle. Und er sagt, die 25 Jahre lang, was für ihn wichtig war und was ihn selber überrascht hat, war, dass wir alle von einer mysteriösen Kraft umgeben sind. Nicht nur als Investor, auch als Teenager, wo auch immer. Und das ist Peer Pressure.
Wir wollen einfach das tun, was alle anderen tun, und davon muss man sich eigentlich lösen. Und das hat Buffett, wie er sagt, selber geschaffen. Wenn man das schafft, hat man unabhängiges Denken und kann sein Business entsprechend auch besser führen. Das beste Investment ist die eigene Aktie. Ja, wenn sie unterbewertet ist, dann sollte man in seine eigene Aktie investieren. Ich hatte es gerade erwähnt, John Singleton hat es entsprechend getan. Strategische Übernahmen zum fairen Preis gehört auch dazu als guter CEO. Möglichst dann, wenn die Aktie teuer bewertet ist, dann kann man diese Aktie nehmen, um damit entsprechend zu bezahlen oder auf dem Niveau entsprechend eine Kapitalerhöhung machen, um entsprechend Geld zu haben für das zukünftige Wachstum. Geduld und Kühnheit, das sagt Buffett ja auch häufig, so lange zu warten, bis eine Investmententscheidung wirklich Sinn macht, bis sie sich rechnet und nicht der breiten Masse hinterherlaufen, das dauert manchmal eine sehr lange Zeit und das erfordert entsprechend Geduld. Manager müssen Fehler machen. Das gilt sowohl für Buffett, der selber sagt, dass er auch Fehler macht. Er belegt es auch seinen Manager entsprechend zu. Aber wichtig ist natürlich, dass man jeden Fehler entsprechend im Leben nur einmal macht. Vertrauen ist sehr wichtig. Man muss seinen Mitarbeitern vertrauen. Man darf als CEO nicht alles an sich reißen. Man muss Vertrauen seinen Mitarbeitern geben. Und wenn man das alles beherzigt, dann ist man ein guter CEO und kann sicherlich langfristig hier Werte schaffen, die letztendlich dem Anleger auch zugutekommen in Form von einer Dividende, wenn man sie dann entsprechend erwirtschaftet. Naja, und der Arcadis Value-Dividende-Fonds vereint genau das, also eine kluge Kombination von Dividende und Value über die Faktoren, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und dann haben Sie einen Mehrertrag über eine längere Zeit, einen stabilen Mehrertrag. Die Titelauswahl hier in diesem Fonds passiert natürlich A, durch diesen Quant-Fonds-Filter, aber, und das ist der entscheidende Punkt, auch durch Stockpicking. Es kam gerade hier die Frage auf, naja, die Maschinen nehmen uns den Job weg oder nicht. Und es gibt auch ganz viele Fälle, und Herr Leber und ich diskutieren das häufig, die eine Maschine nie erkennen wird. Und das ist zum Beispiel eine Restrukturierung. Wenn Sie den Fall Nokia nehmen würden, hätte nie eine Maschine erkannt, dass genau hier ein Wandel passiert. Und das kann meiner Meinung nach bisher nur der Mensch. Und naja, vielleicht sieht die Welt in 30 Jahren anders aus. Das Portfolio ist konzentriert. Wir haben 37 Titel im Portfolio, diversifiziert. Die Ausschüttung dieses Jahr wird bei ca. 3,40 Euro liegen. Das sind ungefähr 2,5% Ausschüttungsrendite. Die Dividendenrendite im Fonds derzeit liegt bei 4,5%. Das ist die Performance seit Auflage von 32% year to date, von 11%. Das war jetzt Stand Anfang Mai. In diesem Sinne bedanke ich mich und hoffe, Sie haben noch ein paar spannende Fragen.